Spots. Wir sind fahren nun in die Ardennen und ich muss sagen, ich konnte gerade noch ein paar Sponsoren an Land ziehen. Ja, einmal hier, was heißt denn der? Ravelli, 10 Rennen A 400.000 und Wanderlack, Vorauszahlung 100.000. Ja, das war jetzt nicht so teuer, nicht so viel, aber besser als nichts. Und das nächste Rennen ist auch nicht so lang. Ich habe irgendwo gesehen, 26 Runden. Und Teile einbauen können wir leider, glaube ich, gar nicht. Weil einfach alles da ist. Die Bremsen sind sehr zuverlässig. Ja, da haben wir Entwicklungsarbeit geleistet. Aber beim Rest, ja. Machen wir hier mal raus. Heckflügel können wir gar. Können wir gar nicht? Warum denn das? Ja, dann machen wir eben doch das Getriebe. So, Ardennen Grand Prix, das heißt eigentlich Spa-Francorchamps. Da hinten ist auch dieser Knick drin. Bin mal gespannt, wie es dieses Mal läuft. Es kann eigentlich nur besser werden. Ist es wirklich so? Na? Höchstgeschwindigkeit will der so viel haben. Und Abtrieb will er wenig haben. Wir treffen einfach mal eine Voreinstellung. Ja. Treffen mal. Er will zum Beispiel mehr Abtrieb haben, ja. Hohe Geschwindigkeit. Reifen mal auch gelb, das passt. Dann fahren wir ins Training. Es sind Renntrim 8 Runden. So. Warum kann man das nicht ab? Ach, verdammt. Sind natürlich jetzt mit Soft unterwegs und es ist etwas feucht auf der Strecke. War also etwas schlecht geplant von mir. Aber vielleicht reicht es trotzdem, ja. Wenn es nur ein bisschen Regen ist, dann geht er durch den Spray weg. Aerodynamik fantastisch. Ja. Die sind alle auf Intermediate jetzt draußen. Oder auf dem Medium. Das sind die einzigsten auf dem Soft. Aerodynamik, ich brauche mehr Abtrieb. Lenkung ist schwammig. Das heißt mehr Sturz. Was macht das Wetter? Das Wetter wird besser. Das heißt, wir können dann gleich nochmal auf den anderen Reifen aufsagen. Getriebe passt. Übersetzung passt auch. So, also.
Mehrabtrieb. Mehrabtrieb heißt nach oben gehen. So verstehe ich das. Fahrverhalten. Der ist eigentlich zufrieden. Schicken wir auf den aktuellen noch mal raus. Dann nehmen wir einen harten. Nehmen wir einen harten. 8 Runden und die werden jetzt zu Ende gefahren. So. Er hat gesagt, Lenkung ist schwammig. Abtrieb passt. Geben wir ihm trotzdem noch ein bisschen. Will eigentlich nicht zu wenig Sturz haben. Hat ja ein hartes Fahrwerk, macht eigentlich die Lenkung etwas stabiler. Schick ihn mal auf den Soft raus. Dann gucken wir mal. Ich hoffe natürlich, dass es trocken bleibt, aber das sieht nicht so aus. Also, Vidal auf den roten Reifen ist natürlich jetzt eigentlich völlig im Vorteil. Wenn wir es schaffen, vor dem neuen Regen eine schnelle Runde zu fahren. Positive Rückmeldung meiner Fahrer, das freut mich eigentlich immer, weil dann habe ich irgendwas richtig gemacht. Vidal fährt zumindest mal persönliche Bestzeiten. So, Vidal. Eigentlich sollte... Mal gucken, was er noch machen kann. Hat jetzt natürlich wieder die schlechteren Reifen drauf. Mal eigentlich könnten wir noch eine schnelle Runde hinkriegen. Im Moment sind wir eigentlich alle zufrieden. Wir schicken die jetzt noch mal auf Intermediate raus. Bisschen noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Kriegst du noch ein bisschen Geschwindigkeit. So, was brauchen wir bei dir noch? Wobei wir durch den Abtrieb wegnehmen auch noch ein bisschen Top Speed kriegen.
Du fährst auch auf Intermediates raus. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Vital noch zustande bringt. Eine schnelle Runde schafft er auf jeden Fall. Wir müssen mal wieder nach vorne kommen. Ja, das beste Platzierung bisher war der 6. Platz von Lida. Ja, aber seht ihr, das ist das Problem. Auf den gleichen Reifen bin ich einfach viel langsamer. Vital bleibt auf seinem Platz und Cavalcanti auch. Ja. Vom Setups her sind meine Jungs zufrieden. Mit Soft. Was für eine tolle Saison. Tut mir leid. Ich höre da etwas Ironie. Sagen, ja, Regen. Ist mit dem Abtrieb nicht zufrieden, der war eigentlich höher. Wir gehen auf Risiko. Wir gehen wirklich auf Risiko. Abtrieb ist bei ihm ausgezeichnet, ja. Da will ich ihm auch nicht so viel wegnehmen. Also kann man mit der Geschwindigkeit. Runtergehen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht verbock. Und dann fahren wir einfach mal das Qualifying. Die müssen schnell raus. Weil ich will ja auf den harten fahren, auf den weichen fahren. Und ich will, dass die eine Runde auf Rot fahren. Es scheint schon. Oh geil. Hey, es sind viel schneller.
Aber es wird gleich wieder trocken, weißt du? Es ist halt. Aha. Das sind 13 Sekunden langsamer das ist ein bisschen komisch, die fahren mit Intermediate, fahren die, was war denn das jetzt gerade, die fahren mit Intermediates genauso schnell wie mit Trockenreifen und das kann irgendwo nicht sein. Guck mal, ausgezeichnet. Ich habe es genau getroffen. So, was macht unser wieder? Fängt es halt schon wieder an zu regnen. Ja? Wenn Vidal jetzt die Runde gut zu Ende bringt. Malcianti ist später raus, hat schlechtere Bedingungen. Und zumindest noch ein bisschen vor. Das wird jetzt was für die Abstimmung am Sonntag, ja? Also ich denke nicht, dass jetzt noch einer schneller fahren kann. Wir sind ganz schön knapp vorne dran. Das ist gut. Ja, alle schon drin. Das heißt, wir starten vom zweiten Startplatz aus, ja? Das ist mal wieder eine kleine Sensation. Allerdings heißt es auch Strategie. Viel Regen. Was machen wir morgen? Auf Soft. Ne? Alle anderen auf Intermediate. Okay, wir starten auf Intermediate. Also dann gehen wir auf die 88. Reifen, ja. Er kann zweimal wechseln und je nachdem durch Wettervorhersage sagt Regen.
Fahrerstrategie. Motormodi auf jeden Fall hoch. Reifen. Calcianti müssen wir. Ja, möchte ich trotzdem fahren. Bin der Einzige, der auf Intermediates fährt. Werde ich natürlich am Start ein paar Plätze verlieren. Oder auch nicht. So, jetzt hoffe ich, dass der Regen schnell kommt. Gleich mal wundern. Wann kommt der Regen endlich? Jetzt kommt der Regen. Jetzt müssen die vorne nämlich alle in die Box. Und ich hoffe, dass wir dadurch einiges an Plätze gewinnen. Wir stehen hinten, ja. Die bleiben trotzdem draußen mit den Soft-Tires. Wir können eigentlich nur gewinnen, ja. Das ist eben meine Strategie. Wenn wir mit Soft starten, was sollen wir machen? Die mit Soft fahren alle noch, aber die verlieren Zeit. Ich gebe jetzt ein bisschen mehr Gas, dass ich vielleicht an denen dann noch vorbeikomme. Zustand ist alles gut, dann machen wir einen schnellen Stopp.
Teile sind auch noch drin, perfekt. Am Ende von der Runde kannst du immer die Reifen von uns runterratzen. So, jetzt heißt es bei Vidal Sprit sparen. Es soll noch ein bisschen zunehmen am Regen. Ja, weil Chanti hat sich am Anfang aufgeregt, dass wir hier mit Regenreifen gestartet sind, mit Intermediates. Ja? Also, überlass doch mal das Denken bitte deinem Chef. Harte Kritik, aber so ist es. So, die Spitze muss jetzt gleich wieder an die Box. Chanti ist auf 15, das gefällt mir. Hier wieder ein bisschen mehr Gas geben. Und alles im Moment in den Punkten. Ich kann mir am Ende Runde 20 rum wird der Regen aufhören. Wenn die Spitze dann alle schon mal wechseln waren und ich dann erst zum Wechseln gehe, habe ich einen kleinen Vorteil. Noch okay. Ja, noch 2-3 Runden. Schauen wir gerade mal, was können wir hier? 9 bis 10 Runden. Dann könnte ich auf den Soft wechseln. Auch 10. 8 bis 10. Können da jetzt beide Vollgas runterratzen. 2 Runden müssen wir noch heben, mehr nicht. Und ich hoffe, es bleibt dann trocken. Auf 12 und 13 meine zwei Fahrer. Aha, die da hinten haben schon gewechselt. Ja, je weiter hinten du stehst, je mehr kannst du sowas machen. Frontflügel machen wir mal schnell.
dann lasse ich noch eine Runde draußen. Und der geht dann auf den Super Soft. So, jetzt heißt es alles oder nichts mit der Strategie. Cavalcanti muss mit den Reifen durchfahren. Und Vidal ebenfalls. Die ganzen Intermediates, die müssen alle nochmal zum Wechseln. Weil die werden jetzt ruckzuck werden die ihre Reifen kaputt machen. Und das ist halt jetzt mein taktischer Vorteil. Hoffe ich. Na, 4 Stück in der Box. Noch 4 Runden. Ja, ich vermute, ich fall wieder aus dem Top 10 raus. Ich kann halt auch nicht zu viel gehen. Reifen kann ich ein bisschen aggressiver gehen. Aber vom Benzin her eigentlich nicht so. Aber Chanti schon. Ja, guck. Schon der 10. Platz. Die Reifen sind auch gut. Damit fährst du zu Ende. Eine Runde noch, komm. Gib alles. Endlich mal wieder ein paar Punkte. Mann! So muss das sein. Vidal, du rettest mir wirklich die Saison. Vidal fährt diese Saison das zweite Mal in die Punkte. Gibt zwar bloß 4 Punkte, glaube ich.
Aber das war gut. Und eigentlich auch von Cavalcanti. Aber der ist halt einfach noch nicht so, oder beziehungsweise die ist einfach noch nicht so weit, dass sie eben den Trim mitgehen kann. Ja? 2 Punkte nochmal. Damit kriegen wir das Preisgeld. Wir haben inzwischen 10 Punkte. Wir fallen einen Platz nach unten. Ich weiß gar nicht warum. Und damit stehen wir ganz gut da. Ich hoffe mal, das wird meinen Fahrern auch ein bisschen Motivation bringen. Auf geht's. Ja, das hat durchweg nur positive Effekte gehabt. Wir kriegen fast eine Viertelmillion, eine halbe Million. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Ihr wisst wohin. Ungelesene Nachrichten. Ja, ist schön für euch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.